eine Anti-Regierungsdemonstration in der Istanbuler Innenstadt. Mittendrin Garo Paylan, bis vor wenigen Wochen noch einfacher Geschäftsmann, jetzt Parlamentskandidat der kleinen Oppositionspartei HDP. Paylan ist Armenier. Gemeinsam mit einigen hundert anderen Armeniern, Kurden und Türken demonstriert er gegen den Abriss eines ehemaligen armenischen Waisenheims. Paylan und seine Partei sind zur Hoffnung der türkischen Opposition geworden. Es ist wichtig, dass ich als Armenier auch für die Rechte anderer Volksgruppen eintrete. Aber hier geht es mal wieder um Unrecht, das uns Armeniern droht. Und ich kämpfe dafür, dass das verhindert wird. Die Polizei blockiert den Weg zum zentralen Taksim-Platz. Seit den großen Demonstrationen rund um den Gezi-Park vor 2 Jahren ist der Platz für Demonstranten gesperrt. Doch an diesem Tag lebt der Geist von Gezi wieder auf. Ach, Yaman, Yaman, hey. Der 43-jährige Garo Paylan nutzt die Demonstration zum Wahlkampf. Zum ersten Mal will er mit seiner Partei ins Parlament und damit die absolute Mehrheit der regierenden AKP brechen. Das Kürzel HDP steht für Demokratische Partei der Völker. Teile der Partei stehen der militanten kurdischen Arbeiterpartei PKK und deren inhaftierten Anführer Abdullah Öcalan nahe. Wahlkampf Endspurt in Paylans Wahlbezirk Avcila im Westen Istanbuls. Gekommen sind überwiegend Kurden, die sich vom türkischen Staat diskriminiert fühlen. Jetzt werde ich auf Armenisch das Wort an Sie richten. Lange Zeit galt in der Türkei, es gibt keine Kurden und einen Völkermord an den Armeniern hat es auch nie gegeben. Aber wir haben an der Wahrheit festgehalten. Und auch wenn wir dafür einen hohen Preis zahlen mussten, wir haben gezeigt, dass es uns gibt, dass wir eine Identität, eine Sprache und eine Kultur haben. Am Wahlabend werden wir Recep Tayyip Erdogans Gesicht sehen. Wir werden die 10%-Hürde nehmen und unser Einfluss wird steigen. Unter den Zuhörern sind viele Frauen. Auch sie setzen Hoffnungen in die Partei, die es erst seit 3 Jahren gibt. Mädchen in der Türkei werden von ihren Eltern und Brüdern unterdrückt und später dann von ihrem Ehemann. Am Arbeitsplatz werden sie von den männlichen Chefs klein gehalten. Deswegen wollen wir vor allem Freiheit für die Frauen und dann Freiheit und Brüderlichkeit für die ganze Türkei. Garo Paylan betritt ein Teehaus nebenan. Um ins Parlament zu kommen, muss seine Partei mindestens 10% der Stimmen bekommen. Die Umfragen sagen, es wird knapp. Paylan kämpft um jede Stimme, denn kurz vor der Wahl wissen 30% der Wähler noch nicht, für wen sie stimmen werden. Wir hoffen wirklich, dass wir reinkommen. Die Umfragen zeigen, dass wir zwischen 9,5 und 11% liegen. Viel Spaß noch. Je näher der Wahltag rückt, desto mehr präsentiert Paylan seine HDP als Erdogan-Verhinderungspartei. Denn nur sie könnten verhindern, dass die AKP mit einer Zweidrittelmehrheit die Verfassung zugunsten eines autoritären Präsidialsystems ändert. Wir sind an einem Scheideweg. Es geht darum, Erdogans Alleinherrschaftsträume zu beenden. Der kritische Punkt ist für mich, dass Ihre Partei mit PKK-Chef Öcalan zusammenarbeitet. Da habe ich Bedenken. Ja, in unserer Partei
gibt es zwar Kurden, aber die meisten unserer Parteigründer sind keine Kurden. Es gibt jede Art von Menschen. Ich bin Armenier, es gibt Aleviten, Türken, es gibt Sozialisten. Zusammen wollen wir uns der Vergangenheit stellen und in die Zukunft schauen. Machen Sie sich keine Sorgen. Viele Türken haben inzwischen verstanden, dass die Träume von Erdogans Präsidialsystem platzen, wenn wir ins Parlament einziehen. Je mehr Zustimmung wir erfahren, desto mehr wächst auch in den anderen Oppositionsparteien die Hoffnung. Man glaubt nun wieder daran, dass die AKP zu schlagen ist, vorausgesetzt wir ziehen ins Parlament ein. Ein paar hundert Meter weiter hat die AKP einen Wahlkampfstand aufgebaut. Hier gibt man sich siegessicher. Seit 13 Jahren hat die AKP keine Wahl mehr verloren. Das Land, sagen sie, brauche einen starken Präsidenten wie Erdogan. Wenn unser Führer Recep Tayyip Erdogan das für richtig hält, dann unterstützen wir ihn darin, wie immer. Das türkische Volk steht hinter ihm. So sehr ausländische Kräfte das auch verhindern wollen und so Gott will, wird geschehen, was Erdogan sagt. Kurz vor der Wahl dreht Garo Paylan noch einen Wahlwerbespot. Die Botschaft: verhindert, dass die Türkei ein autoritäres Regime bekommt. Die Regisseurin will, dass Paylan Armenisch spricht. Denken Sie, dass es etwas bringt, wenn jeder in seiner eigenen Sprache spricht? Es weiß doch sowieso jeder, dass ich Armenier bin. Naja, so eine Art Video wurde noch nie gemacht, weder von uns noch von anderen. Ihr hattet euch doch geeinigt, dass es vielfältig sein soll. Paylan ist nervös. Er verspricht sich immer wieder. Hoffentlich war es richtig, sonst kriege ich es mit den Armeniern zu tun. Dann haben wir ein Problem. Der Spot soll in den sozialen Netzwerken zirkulieren. In den regierungsnahen Medien hat die HDP keine Chance. Umso mehr setzen sie auf den Straßenwahlkampf. Glauben Sie mir, diese Rennerei ermüdet mich nicht. Körperlich vielleicht. Nach bis zu 15 Wahlkampfterminen täglich fällt man nachts nur noch ins Bett. Aber wir haben das Gefühl, eine historische Zeit zu erleben. Da spürt man diese Müdigkeit nicht. Oft werden Paylan und seine Mitstreiter von Nationalisten verbal attackiert, vor allem im Internet. Auch Präsident Erdogan hat sie immer wieder beschimpft. Im ganzen Land duldet die AKP niemanden neben sich. Nur ihre Fahnen sind zu sehen. Dabei setzt sie auch Beamte ein und nutzt staatliche Einrichtungen. Sie macht Wahlkampf auf Staatskosten. Dennoch hat Paylan keine Berührungsängste mit AKP-Anhängern. Auch sie könnten überzeugt werden, glaubt er. Warum ich die AKP wähle? Wegen der Arbeit, die sie gemacht hat. Sie arbeiten gut. Aber was halten Sie von der Ausgrenzung anderer? Da bin ich gegen. Schauen Sie, ich bin Armenier und ich werde von Erdogan ständig beschimpft. Mein Lieber, warum sollte er so etwas tun? Er tut es aber. So etwas gibt es nicht. Erdogan grenzt uns aus. Niemals, niemals, da wäre ich gegen. Schau, ich bin hier, seit ich 16 bin. Und jetzt bin ich 65. So eine Beschwerde ist mir nie zu Ohren gekommen. Sie haben vielleicht Straßen gebaut, arbeiten fleißig und halten alles sauber. Aber in Syrien war es auch so und hinterher sind die Menschen aufeinander losgegangen. Es ist nicht so wichtig, ob wir viel Geld haben, sondern zuerst müssen wir in Frieden leben. Aber wer soll denn den Frieden gefährden? Indem wir ausgegrenzt werden. So etwas habe ich noch nie gehört und ich will es auch nicht hören. Ich freue mich über Ihre Unterstützung. Gut, mein Lieber, auf Wiedersehen. Das Wichtigste sei, sagt Paylan, in solchen Gesprächen nicht abgehoben zu wirken. Viele AKP-Wähler seien einfache Leute, konservativ und zu viel Veränderung fürchtend.
Abschlusskundgebung der HDP in Istanbul. Zehntausende sind gekommen. Was sie verbindet, ist die Hoffnung auf Veränderung. Den stärksten Rückhalt hat die HDP unter den 15 Millionen Kurden des Landes. Nach 40 Jahren Bürgerkrieg zwischen der kurdischen PKK und der türkischen Armee hoffen sie auf einen dauerhaften Frieden und auf mehr politische und kulturelle Rechte. Gemeinsam mit anderen Kandidaten begleitet Paylan Parteichef Selahattin Demirtas auf die Bühne. Demirtas gilt inzwischen als der Tsipras der Türkei, jung, unverbraucht, mit neuen Ideen. Garo Paylan lässt sich gemeinsam mit den Kandidatinnen und Kandidaten feiern. Eine bunte Regenbogenkoalition: Türken, Kurden, Muslime, Christen, Jesiden, Schwule und Lesben. Mit 60 Abgeordneten könnten sie ins Parlament einziehen. Paylan soll eine kurze Rede halten. An unserem Tisch der Gleichberechtigung ist Platz für jeden. Aber für die Gegner der Gleichberechtigung ist kein Platz. Und ganz bestimmt ist für eine Person kein Platz. Nämlich für Recep Tayyip Erdogan. Wir werden dich als Alleinherrscher verhindern. Noch vor wenigen Wochen war Garo Paylan ein einfacher Istanbuler Geschäftsmann. Jetzt gehört er zum HDP-Parteivorstand und ist ein Politstar der türkischen Opposition. Nicht nur Paylans Leben hat sich in den letzten Wochen verändert. Auch die Türkei ist durch das Erstarken der kleinen Minderheitenpartei ein anderes Land geworden.